Zunächst einmal bekommen die Schüler einen Bogen Packpapier von mir. Außerdem habe ich ihnen aus Farbenblättern kleine Karteikarten zurechtgeschnitten. Dann bekommen sie die Aufgabe, sie sollen zu dem Begriff Auto einfach irgendwelche Begriffe sammeln. Es kommen dann Begriffe wie zum Beispiel Mercedes, Klimakrise, Diesel, Fahrverbot, Parkplätze und so weiter und so weiter. Die Schüler sollen dann ihre Begriffe auf dem Bogenpackpapier hinlegen und einzeln ordnen. Dabei stellt sich heraus, dass es gar nicht so einfach ist, die in Gruppen zu unterteilen. Gut, nachdem sie diese Übung hinter sich gebracht haben, kriegen sie als neuen Begriff den Begriff Wald. Auch hierzu sollen sie wieder irgendwelche Begriffe sammeln, sei es Baumarten wie Buche, Birke, Erle, Pappel, sei es Klimaschaden, sei es vertrocknete Wälder, verbrannte Wälder und so weiter und so weiter. Gut, Sie wissen jetzt also, wie man diese Begriffe in eine Beziehung zueinander setzen kann. Dann öffne ich mit Ihnen das Programm CMap-Tools, was auf dem Stick installiert ist, und werde eine neue Datei erstellen. Ein neues CMap. Wenn ich das mache, erscheint ein weißes Arbeitsblatt. Und hier steht Doppelklick, um Konzept zu starten. Als Begriff nehmen wir wieder einen ganz einfachen. Wir nehmen den Begriff Schokolade. Die Schüler sollen jetzt erstmal Begriffe sammeln. Was fällt ihnen zur Schokolade ein? Nehmen wir mal an, zum Beispiel Verpackung. Oder Glückshormone. Oder den Begriff Fett, Eiweiß. Zucker. So, das reicht erstmal fürs Erste. So, jetzt führe ich die Schüler heran und erkläre ihnen, wenn sie an den Begriff Schokolade heranfahren, öffnet sich, ist der Begriff Schokolade umrandet, tritt blau stark hervor und darüber sind Pfeile. Ich kann also jetzt hingehen und diesen Pfeil mit der Maus greifen und quasi runterziehen zum Begriff Fett. Jetzt entsteht eine Linie, die durchbrochen ist und in der vier Fragezeichen stehen. Hier kann ich eintragen, wie, in welchem Verhältnis steht die Schokolade zu dem Begriff Fett. Da kann ich sagen, sie besteht aus, weil das ist ja eine Beschreibung, und klicke jetzt wieder auf die Beziehung. Stelle fest, hier ist noch ein Schreibfehler drin. Besteht wird klein geschrieben und kann dann quasi den nächsten Pfeil ziehen zum Eiweiß und wiederum zum Zucker. Das hat nicht geklappt. Gleich nochmal. Die linke Maustaste bitte gedrückt halten und in die Mitte vom Zucker klicken. Dann haben wir die geordnet. Jetzt haben wir hier noch die Begriffe Verpackung bzw. Glückshormone. Wir klicken den Begriff Verpackung an, schieben den beiseite und können jetzt wieder von der Schokolade eine durchgezogene, die linke Maustaste gedrückt halten. Wir halten die linke Maustaste gedrückt und fahren wieder zu dem Begriff Verpackung, bis wir die Mitte erreichen. Unsere vier Fragezeichen tauchen auf und wir können jetzt quasi sagen, wie ist die Beziehung der Schokolade zur Verpackung? Sie ist umhüllt von einer Verpackung. Jetzt sehen wir, dass der
dass das alles nicht ganz zu lesen ist. Wir ziehen das ein Stückchen hoch und fügen dann einfach mit gedrückter linker Großschreibtaste und der Return-Taste einen Umbruch ein. So, jetzt fehlen uns noch die Glückshormone. Die ziehen wir auch ein Stück zur Seite. Gehen wieder zu dem zentralen Begriff Schokolade und fügen jetzt hier wieder den Pfeil ein. Was macht die Schokolade mit uns? Sie erzeugt Glückshormone. So, jetzt sieht das alles ein wenig komisch aus. Das heißt, ich gehe jetzt auf den Menüpunkt Bearbeiten. Wähle alles auswählen, dann ist alles markiert und dann kann ich sagen Format Auto-Layout. So, jetzt können wir sagen, wie wollen wir das haben? Über Eck, gerade, dann sehen wir hier, wie es aussehen würde. Über Eck, neues Layout erstellen. Das sieht aber komisch aus. Das gefällt uns nicht. Also nochmal auf gerade, neues Layout erstellen. Und jetzt hat uns CMAP Tools unsere Grafik schön angeordnet. Ich verschiebe mal hier diese Karte und versuche es größer zu ziehen. So, jetzt sehen wir, das ist alles wunderbar. Jetzt kriegen die Schüler als nächste Aufgabe, dass sie die Formen verändern sollen. Sie sollen jetzt sich richtig rumspielen. Wir haben hier die sogenannten Stile und haben hier die Schriftart zum Beispiel. Ich möchte den Begriff Schokolade, das ist ja unser zentraler Begriff, etwas größer haben, zum Beispiel so. Da möchte ich den Fett haben und als Farbe möchte ich den quasi von mir aus blau haben. So, im nächsten Schritt gehe ich auf Objekt und kann jetzt sagen, wie soll dieses Objekt aussehen? Soll das eine Farbe haben? Nee. Schon ist dieses komische Blau-Grau verschwunden. So, dann kann ich im nächsten Punkt sagen, wie sollen die Linien sein? Soll da um den Begriff Schokolade eine Linie sein oder nicht? Ich möchte nichts haben. Wenn ich jetzt hier wieder ins Bild reinklicke, sieht man, der Begriff Schokolade ist jetzt nicht mehr mit so einem Kästchen umrandet. Jetzt kommen wir zu den einzelnen Linien. Nehmen wir zum Beispiel die bei den Glückshormonen. Ich habe bei den Linien verschiedene Möglichkeiten. Ich kann die Pfeile in alle Himmelsrichtungen steuern. Oder aber ich kann sagen, ich möchte gar keine Pfeilspitzen. Ich möchte in dem Fall aber eine Pfeilspitze haben. So, dann kann ich sagen, hier der Pfeil, das gefällt mir noch nicht, der muss noch ein Stückchen verschoben werden. Steht jetzt besser. Auch hier kann ich wieder sagen, wenn ich die Steuerungstaste gedrückt halte, kann ich die drei Begriffe bzw. die Pfeilverbindung zu den drei Begriffen markieren und kann sagen, ich möchte jeweils eine Pfeilspitze haben. So, jetzt kann ich weiter runtergehen und sagen, wie ist denn der chemische Fachbegriff von Zucker? Der chemische Fachbegriff von Zucker ist Kohlenhydrat. Also füge ich jetzt hier wieder einen Pfeil ein und setze hier als Beziehung Zucker wird bezeichnet als, das W bitte auch noch klein, Kohlenhydrat. So, jetzt ist das genauso fett wie vorher.
unser zentraler Begriff Schokolade. Das heißt, ich gehe wieder auf Schriftart und verändere erstmal die Farbe. Die soll nämlich schwarz sein, soll nicht fett sein und bin dann damit erstmal fertig. Jetzt kann ich weitergehen und sagen, Kohlenhydrate bestehen aus aus was bestehen sie? Aus Kohlenstoffatomen. Und Wasserstoffatom. Wasserstoffatom. Jetzt muss ich das noch ein bisschen auseinanderziehen, damit man es auch lesen kann. Bringe die dann auf eine Höhe und habe wieder eine Unterteilung. Hier sollen auch keine Umrandung drum sein, beziehungsweise die Farbe Blaugrau soll auch weg. Also klicke ich wieder alle an, gehe auf Objekt, auf Farbe, nichts, gehe auf Linien, ich möchte auch keine Linie haben und schon hat es sich verändert. Jetzt kann ich sagen, okay, ich möchte, dass die Pfeile, die runtergehen zu den Glückshormonen, dass die alle die Farbe grün kriegen. Ich halte die Maustaste gedrückt, die linke, und gehe auf grün. Die Schrift soll jetzt auch grün werden. Ich markiere also die beiden, gehe auf Schriftart, gehe wieder auf grün. Und schon hat sich das farblich verändert. Genauso mache ich das dann mit den anderen Verbindungen. Hier fehlt noch die Pfeilspitze. Und wähle jetzt hier wieder eine Farbe. Verpackung. Der Begriff steht für Abfall. Da wähle ich als Farbe Rot. Und die Schrift ebenfalls in Rot. Ich muss natürlich vorher die Schrift erstmal markieren und kann dann erst die Farbe verändern. Jetzt ist hier dieser Teil ebenfalls rot. Ich hoffe, das Prinzip ist jetzt klar geworden. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir sagen jetzt CMAP speichern als. Wir speichern das in Chemie. Haben wir hier Zucker. Und schreiben dann hier bei Name rein Schokolade. Klicken noch auf Speichern. Und die CMAP wird gespeichert. Das kann manchmal einen kleinen Moment dauern. Das ist aber nicht weiter schlimm. So, jetzt wollen wir ja mit dieser CMAP was machen. Wir wollen die ja irgendwo zeigen. Also sagen wir Datei exportieren als Bilddatei. Jetzt werden wir gefragt, wo wir die speichern wollen. Standardmäßig sind Dokumente. Wir wollen die jetzt in unserem Fall mal auf dem Desktop speichern.
Dann kommt der Hinweis, die CMAP-Schokolade wurde erfolgreich als JPEG exportiert. Wenn wir das haben, können wir unser Fenster schließen und können quasi mit der Arbeit aufhören. Sollten da Fragen sein, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schicken an mgrosti@outlook.de. Ich bedanke mich.